Liebe Freunde, wir überqueren nun die Janowitzbrücke und schauen dabei auf den Bahnhof Janowitzbrücke und betrachten die Gegend vor der Alexanderstraße und der Holzmarktstraße. Viel Vergnügen! Auf dem neu errichteten Stadtbahnviadukt wurde 1882 der Bahnhof Janowitzbrücke eröffnet, der sowohl von der S-Bahn mit zwei Gleisen wie von der Fernbahn auf zwei Gleisen durchfahren wurde. Das wirklichkeitsnahe Bild von Jakob und Herwart zeigt 1890 Regenstadt- und Fernbahnverkehr, damals noch mit Dampflokomotiven. Die Brücke queren neben Fußgängern und Reitern auch Pferdekutschen und zwei Wagen der Pferdestraßenbahn. Unter der Brücke zwischen den zahlreichen Ausflugsdampfern schickt sich ein Ruderboot an, die Brücke zu unterfahren. Im Rahmen des Baus der U-Bahn-Linie von Rixdorf nach Gesundbrunnen zwischen 1927 und 1930 wurde die Spree an der Janowitzbrücke unterquert. Vorbereitend dazu wurde 1927 der Bahnhof Janowitzbrücke abgerissen. Im Jahr 1930 wurde sowohl der U-Bahnhof sowie der nach Plänen des Architekten Hugo Röttcher in seiner heutigen Form neu erbaute S-Bahnhof eröffnet. Nach dem Mauerbau 1961 war hier bis 1989 das Umsteigen zur U-Bahn nicht möglich. Nach dem Mauerfall wurde der Bahnhof zuerst nur als Grenzübergangsstelle eröffnet. Ab 1990 war er wieder uneingeschränkt nutzbar. Seit 1864 gab es erste Dampfschifffahrten zwischen der Anlegestelle Janowitzbrücke und Treptow. Bald entwickelten sich erste Schifffahrtsgesellschaften. Im Jahr 1888 gründete der Stettiner Kaufmann Krokisius unter Übernahme der bestehenden Gesellschaften die Spree-Havel-Dampfschifffahrtsgesellschaft Stern mit 17 Dampfern. Die beiden Damen, die an der Janowitzbrücke zu einer Dampferfahrt starten, sind vermutlich nicht Melusine und Armgard aus Fontanes Roman Der Stechlin, aber die Abbildung passt zu der Romanszene. Fontane schreibt: Unter lachender Bewunderung der sich hier darbietenden Holzarchitektur stieg man ein Gewirr von Stiegen und Treppen hinab und schritt, unten angekommen, unmittelbar auf das Schiff zu, dessen Glocke schon zum ersten Mal geläutet hatte. Das Wetter war prachtvoll, flussaufwärts alles klar und sonnig, während über der Stadt ein dünner Nebel lag. Zu beiden Seiten des Hinterdecks nahm man auf Stühlen und Bänken Platz und sah von hier aus auf das verschleierte Stadtbild zurück. Und weiter: Die Schiffsglocke läutete, das Brett wurde aufgeklappt und unter einem schrillen Pfiff setzte sich der Dampfer in Bewegung, dabei die linke Flussseite haltend, so dass immer nur eine geringe Entfernung zwischen dem Schiff und den sich dicht am Ufer ziehenden Stadtbahnbögen war. Jeder Bogen schuf den Rahmen für ein dahinter gelegenes Bild. Mauerwerk jeglicher Art, Schuppen, Zäune, immer wieder ein Gartenstück, zogen in buntem Wechsel vorüber. Nach Überquerung der Janowitzbrücke wird am nördlichen Ufer der Spree die Einfahrt zur Alexanderstraße erreicht. Rechts mündet die Holzmarktstraße ein. Links geht es zur Stralauer Brücke, die sich über den Festungsgraben spannt und in die Straße an der Stralauer Brücke führt. Im Jahr 1836 war die von Gärtner gezeigte Gegend an der Alexanderstraße, geprägt von eintönigen Mietshäusern, schlichten Kasernenbauten sowie großen Gewerbe- und Magazingebäuden. In der Bildmitte stehen Kutschen und Fuhrwerke bereit zu ihrer Brückenpassage. Links,
Hinter der Toreinfahrt ragt die graue Fassade der Schicklerschen Zuckersiederei auf, eine der 11 damaligen Berliner Zuckersiedereien. Die Häuserreihe rechts wird überragt von der Nummer 22, dem Wohnhaus des Kommerzienrats Westphal, einem erfolgreichen Wollhändler. Auch hier warten in der Bildmitte Kutschen und Fuhrwerke auf ihre Brückenpassage. Unten rechts kommt aus der Holzmarktstraße heraus eine Milchfrau mit ihrem von einem Hund gezogenen Leiterwagen. Noch bis in die 1880er Jahre hinein erfolgte die Milchversorgung Berlins auf diesem Wege. 50 Jahre später ist auf dem Bild von Jakob dem Jüngeren zu erkennen, dass der hinter der Stadtbahn sichtbare Eingang zur Alexanderstraße vollständig mit Gründerzeitbauten umgestaltet wurde. Der Verkehr über die Brücke aber hat sich verstärkt und für das Feierabendvergnügen sind an der Brücke nun auch Ruderboote zu mieten. Kommerzienrat Westphal, ich zitiere, war ein Blumen- und Gartenfreund und hatte hinter seinem Wohnhaus einen über 3 Morgen großen Garten mit zahlreichen Gewächshäusern anlegen lassen, der von Gartenfreunden von weit her besichtigt wurde. Das Bild von Gärtner zeigt Frau Westphal mit ihren Kindern während der nachmittäglichen Kaffeetafel in einem der 3 Gewächshäuser des Gartens. Im Stil des schönsten Biedermeier wirft Karl Friedrich Beckmann im Jahr 1836 einen sonnigen Blick in den Festungsgraben mit seinen Booten. Ganz in der Nähe der Janowitzbrücke gelegen, mit Blick auf den Turm der Waisenkirche, zeigt er im Vordergrund einen Vater mit seinem Sohn bei der Arbeit, rechts daneben einen jungen Mann beim Angeln und im Hintergrund die zum Trocknen aufgehängte Wäsche. Mit dem aktuellen Luftbild vom nördlich der Janowitzbrücke gelegenen Spreeufer endet der Spaziergang. Das verschwundene Stadtbild des 19. Jahrhunderts lässt sich nur noch symbolisch einordnen. Von der ganz links liegenden Waisenbrücke ging es über die Straße an der Stralaubrücke, vor der das Puchhammersche Flussbad lag, über die Stralauer Brücke und den Festungsgraben zu Alexander- und Holzmarktstraße.